Massimos Zimmer ist hier natürlich sehr gut. Die haben um 6 Uhr morgens hier angefangen, Verschalung abzuklopfen. Ist natürlich sehr gut hier so neben der Baustelle so ein Zimmer zu haben. Und dann hat, dann bei mir ist Folgendes passiert, da ist einer einfach, so ein Arbeiter einfach reingekommen, während ich auf Klo sitze, so, kommt einfach in mein Zimmer rein, ohne zu klopfen und lacht. Ich dachte wirklich, Alter, es geht hier ab, Mann, ich habe so einen Stress gemacht. Dann wollten sie jetzt hier unseren Kumpel Alejandro aus Myanmar, wollten sie einfach aus sein Zimmer schmeißen und Massimo das Zimmer geben und ihn dann in die 5 packen, so. Und da hat Massimo dann auch gesagt, das ist ja auch nicht Sinn der Sache, dass jetzt ein anderer Typ da reingemacht hat. Naja, ist hier die Bewirtschaftung lässt immer zu wünschen übrig. Wir sind auf dem Weg zum Buddha-Park heute. Gehen wir jetzt zur Busstation und fahren mit dem Bus dahin. Das ist günstig, kostet 8000 Baht. Das kann man sich noch leisten, das sind 30 Cent oder so. Und jetzt gehen wir alle zum Buddha-Park und ziehen uns das mal rein. Das ist das Einzige, was wir jetzt so gefunden haben, was wir hier machen können. Morgens Abholung. Aber wir halten euch auf dem Laufenden. Hier hat man echt immer eigenartige Autos am Start. Habe ich noch nie gesehen. Da gibt es auch viele normale, aber es gibt hier tausende Autos, die es bei uns überhaupt nicht gibt. Ich weiß nicht, woran es liegt. Aber vielleicht an der Verkehrssicherheit oder keine Ahnung. Guck mal, hier ist der Wild Track. Massimo. Das ist noch eine fette Karre. Jetzt stehen wir hier wieder auf dem Weg, ist immer unser Shake-Laden. Da holen wir uns natürlich einen frischen Fruchtshake, ey, wirklich. So, haben wir hier, kostet 30 Cent oder 40 Cent. Ja, das ist günstig. Das ist echt so günstig. Ja, jetzt warten wir noch und dann geht's weiter zur Busstation. Oh, Ingwer und Sanse. Jetzt sind wir hier bei der Busstation angekommen. Hier gibt es wieder überall Kräuter und so. Da würde ich ja gerne was haben, aber. Okay, wir sind jetzt hier angekommen. Das ist interessant. Jetzt haben wir unseren Kumpel verloren hier. Hier müssen wir jetzt hin. Sieht ja mal richtig gut aus hier, die Busstation. Naja. Ja, wir haben unseren Kumpel verloren. Der war eben noch hinter uns. Da ist er, there he is. Bus number 40. Das ist nice hier. Welche, 40 oder 14? Ist zu Buddha Park? Ist zu Buddha Park? Perfekt. Okay, perfekt. Ticket gibt es im Bus, wir warten jetzt auf den Fahrer, dass wir es drin im Bus nicht fahren können. Und dann fahren wir direkt zur Buddha Park. Wir haben sogar eine Klimaanlage hier drin. Die ist zwar nicht besonders krass, aber besser als nix. Da ist Alejandro, da ist Massimo und hier bin ich. Eingang vom Buddha Park und da gehen wir jetzt mal rein. Jetzt sind wir hier im Buddha Park angekommen. Für Ausländer kostet es 40.000 und für Einheimische 15.000. War nice Figuren, ey, geil. Ja.
Stars anscheinend. Ist ja geil. Hier siehst du, hier shaking. Hier gucken, hier machen sie wieder die Milch. Krass. Ja klar, kann ja ganz raufgehen. Das war eng. Da muss ich jetzt raus. Thank you.
14 und der kostet 18.000. Also von der Hauptbusstation fährt der los, dauert ungefähr 45 bis 50 Minuten so ungefähr, wenn ihr zum Bullock fahren wollt. Also 18.000, 45 Minuten von Busstation, Endstation. Da braucht ihr nicht aufpassen und so, das ist die Endstation, da müsst ihr einfach nur aussteigen. Busfahrer ist jetzt ausgestiegen, raucht erstmal ein Kippchen. So ist es hier ganz immer mit der Ruhe hier, weißt du? Das ist hier, keine Hektik ist hier angesagt, Alter. So, alles super hier. Hier sieht man mal die Grenze, das wo wir jetzt gerade einen Zwischenstopp machen. Der 14er fährt auch direkt zur Grenze zu Nong Khai, also zu Thailand. Wir warten jetzt hier noch, wahrscheinlich sind wir so früh auf ein paar Passengers. Ja, hier werden wir auch jetzt die Tage rübergehen über die Grenze. Also morgen, das ist die Tage. Morgen müssen noch klären, dass der Bus uns zum Hotel abholt, weil irgendwie haben die das verplant mit dem Hotel. Das ist irgendwie, die wollen hier zum anderen Hotel fahren. Das ist wieder so nervig. Das sieht dann Kilometer weit weg. Das wird doch wieder gar nichts. Wenn man dann morgens aufstehen muss, dann einen Kilometer weit da zu dem anderen Hotel fahren, muss ich kotzen. Die chillt hier einfach ganz entspannt. Guck mal, weil sie will auch auf ihn rauf. Psst. Bleibt locker, alles gut. Ja, die hängen jetzt hier zusammen, haben gebumst und kommen nicht mehr auseinander, die Armen. Thank you.